laufen. Können Sie mir sagen, wie ich hier wegkomme? Ah, nee, tut mir leid. Sie haben sich verwählt. Wiederhören. Tut, tut, tut. Diet, 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 diet. Ah, schön. Wirklich na, schön. Ich weiß ja nicht. Okay, jetzt muss ich irgendwie... Ich muss mal ganz kurz hier alle Fenster irgendwie richtig hinschieben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich öfters rein und raus tappe. Ja, wieso? Ist doch noch alles. So. Ja, das Problem ist, ich muss bei der einen... Mit dem einen muss ich sehen, ob ich gemutet bin oder nicht. Wenn ich das so mache. Okay, dann sehe ich bei dir den Chat und ich sehe hier alles. Okay, gibt's ja schon einen Clip, wa? Ja. Natürlich. Natürlich gibt's den. Ich habe mich wohl so erschrocken, als unter Wasser kam da auf einmal so eine Muräne direkt auf mich zugeschwommen. Das war ein bisschen widerlich. Ja, schön. Sind wir etwas schadenfroh, Madame? Ja, ein bisschen. Aber von mir gibt es ja auch einen Clip, also. Nee, der Clip ist ja von dir, von mir gibt's keinen. So, ich dachte, von dir wäre schade. Ich muss von dir auch noch welche machen. Was? Nein. Das Gute ist, ich kann bei dir nachträglich Clips raushauen. Ja, ich kann bei dir halt, ne, auf die Videos zugreifen. Ich kann es halt nochmal extra klippen. Gott, ich würde mal Spaß haben. Ich sehe schon, ich werde entmoddert. Nein, so schnell nicht. Na gut. Gott sei Dank habe ich ja Glück gehabt. Ach du meine. Ja gut, okay. So passt. So sollte. So sollte das passen. Sehrchen. Also, ich bin nicht bereit, ne? Nee? Der Multistream hängt nur. Ja, das tut mir leid. Aber da können wir leider nichts. Da können wir leider nichts dran ändern. Mapa. Bei mir ist alles im grünen Bereich, ja? Ja, bei mir auch. Ich habe Angst. Warum? Ich muss gestehen, ich habe bei mir jetzt Balkontür zugemacht und das Licht angemacht. Ich habe bei mir Internet. Ich habe bei mir Internet. Ja, gut. Ich habe bei mir Licht dunkler gemacht. Ich habe Angst. Ja, dann macht das Licht doch wieder hell. Nein, dann ist die Stimmung nicht so gut. Wieso drückst du schon auf bereit? Sind wir schon bereit? Nein, sind wir nicht, aber ansonsten sitzen wir die ganze Zeit an dem Bildschirm. Ja, ich finde den schön. Ja, ich auch. Ich will auch nicht weitermachen. Schön, dass wir uns da einig sind. Ach, ich spiele hier das Madame Zicke. Oh, toll. Ich den Bruder. Oh, hi, ne? Wollen wir Liebe machen? Geschwisterliebe. Na, komm her. Jetzt bist du eklig. Komm her, Geschwisterliebe. Komm. Oh, nee. Ja, wie Sie merken, wir sind hier auf einem niveaulosen Kanal. Oh, warte mal. Geh weg, ich will das antatschen. Ich will das antatschen. Oh, sie will mich antatschen. Hui. Toll, jetzt hat er es weggeschmissen. Ich wollte das auch antatschen. You touch my tralala. Steht der Affe mir im Weg hier, ey. Geschwisterliebe. Wir singen den Geschwisterliebe-Song. Wir haben einen Song dazu? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, das war die Einleitung. Ja, genau, Hybrid, genau. Na
los, marsch! Das Schlimmste ist, das Lied triggert mich halt, ne? Ich würde sie als Alert reinpacken, wenn es mich nicht so triggern würde. Wenn es mich nicht so hart triggern würde, wenn ich sie höre. Los! Weiß ich nicht, Markus? Musst du Mappa fragen? Zeig dann mir nicht an. Oh Gott. Das Ding ist, beim Mappa hat halt nicht die Einstellung, die ich habe. Also gut, eine Einstellung gäbe es, aber da weiß ich nicht, ob sie die offen hat. Was denn? Ob du bei dir das Aktivitätsfeed offen hast, das weiß ich halt nicht. Weil, nee, stimmt, du hast den Chat und du hast die Titel. Ja. Warte mal. Ich gehe einmal ganz kurz in die Pause. Du meinst OBS. Das geht, oder? Warte, doch, Docs. Geh mal bei dir in OBS auf Docs. Wo steht denn das schon wieder? Oben in der Leiste bei Datei bearbeiten, Ansicht, Docs. Ach, da oben, wo ich das andere drüber... Und dann einmal auf Twitch-Aktivitätsfeed. Dann müsst du entweder so ein Ding aufploppen, was du wieder irgendwo reinziehen kannst. Dann siehst du auch, wer dir folgt. Juhu, ich habe 3 neue Follower. Okay, ja gut, jetzt funktioniert daran nichts. Okay. Ja, jetzt sieht Mappa auch, wer folgt und wer nicht. Das war eine Einstellung, die ich vergessen hatte, dir zu zeigen. Sorry. Ich dachte, die wäre halt automatisch mit in dem Bildschirm mit drin, aber... Ich habe sie jetzt mal irgendwo... Nee, da passt mir das nicht. Okay, Mappa passt erstmal nochmal alles an. Aber ich muss hier auch erstmal kurz das wieder. Und das wieder. Oh. Markus. Jo. So, Stuhlbein, das wird richtig schieben. So, ich glaube, ich hab erstmal. Okay. So. Okay. Hey, Italia, willkommen! Hi! Na? Auf sowas hier hätte ich gerne verzichtet. Mir gefällt das hier absolut nicht. Also ich sehe jetzt gar nicht... Warte, ich muss einmal noch mal kurz raus. Ich sehe jetzt gar nicht, wenn du die stumm schaltest. Ich muss das einmal so rüberlegen. Jetzt. Weil es ist etwas kontraproduktiv, wenn ich nicht sehe, ob du... Ne? Ob und so. Hör mal ganz kurz auf, das dort auch für Cola zu trinken. Ja, die Cola. The Mask of Mess. The Mask of Madness. So. Der ist ein Kreuz. Oh, der funkelt. Dies ist mir! Aha! Ey! Nein! Ja! Miller! Los! Ich will nicht mehr mit. Klaut's mir alles. Oh, komm hier, mein Brüderchen. Wollen wir Liebe machen? Nein. Geschwisterliebe! Geschwisterliebe! Was haben die jetzt mit uns vor? Ich lauf gegen die Wand, glaub ich. Ich lauf gegen die Wand. Ja, da hat er kann. Ja, ich auch. Ich lauf ja auch gegen die Wand. Ah, schön. Wirklich, wirklich schön. So geht's sofort weiter. Oh, Scheiße. Oh Gott. Was geht denn bei dir schon wieder ab? Da stand Alex auf einmal. Ich hab was zu lesen.
Okay. Dann bin ich jetzt in der Zeit auch stumm. Ich weiß gar nicht, wo ich muss. Oh, Hallöchen. Ich hab so schön starke Muskeln. Oh, da steht mein Brüderchen. Da kommen wir, kommen mal von okay, hinten. Fertig gelesen. Oh Mist. Scheiße, ich wollte gerade von hinten kommen. Du bist ein Zettel. Warum kann ich... Ich kann das nicht lesen. Warum kann ich das nicht lesen? Sie will auch lesen. Weil du mir alles weggeschnappt hast vorher. So. Das ist Mobbing. Okay, ihr alle. In den Raum. In den Raum. In die Hühners. Bock, 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 bock. Hey, es ist dunkel hier drin. Nein! Wir brauchen Licht. Oh, ja. Danke. If you happy and you know, say meow, meow. If you happy and you know, say meow, meow. Miau, miau. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Papa trifft eine Entscheidung. Nach Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Nein. Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Warum triffst du die ganzen Entscheidungen? Wir auch mal Entscheidungen. Ja, wie sie verkacken du können. Klaren, fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja, für sterben. Wir wollen dich ja fertig. Wir wollen dich hier Leben durchkriegen. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Nicht sterbend. Lebend. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Wo ich suche immer noch die Taste, wo man sieht, wie... Warte mal. Nee. Okay, Entschuldigung. Wo sieht man noch mal, wie der Partner, also wie die Verbindung zu den anderen Charakteren ist. Ich konnte das so irgendwie sehen. Warte, ich guck mal bei Einstellungen, ob er mir da irgendwas einzeigt. Ne, bei Einstellungen ist dann ja. Nur das. Da, Datenanalyse-Einstellung. Ne. Also nicht. Irgendwie ging das. Ich werde einmal kurz versuchen, die Taste herauszufinden. Ja, google mal. Nein, dazu müsstest du einmal kurz auf Fortsetzen gehen, dann kann ich einmal kurz die Tasten durchgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit auf pausieren gehe. Das wäre dann etwas semi toll. Okay, das ist auch pausieren. Wir haben 3 Tasten für pausieren, glaube ich. Also zumindest 2. Die beiden. Da war nichts. Naja, vielleicht steigt Dresden ja wenigstens in Tiefe 21 auf. Jetzt sind sie ja abgestiegen. Das war ich diesmal nicht. Du hast schon wieder Pause gedrückt. Ja, aber diesmal war es die andere Taste, bei der es vorher okay war. Hä? Versuch mal Nummer 9. Okay, wir haben tatsächlich 3 Tasten, um ins Pause-Menü zu kommen. Aber keine Taste,
um uns anzugucken, wie wir zueinander stehen. Das ist sehr gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Na gut, dann versuche ich es halt nicht mehr. Oh, scheiße. Was? Ich muss mal Spiel neu starten. Was? Was? Was hast du gemacht? Mein Steam-Overlay ging auf und ich wollte das schließen, da stand stoppen, erzwingen. Hab gedacht, das Steam-Overlay geht denn weg. Ja, da war das Spiel weg. Sorry. Okay, warte mal. Ich guck mal kurz dein Menü. Okay, Bilder. Vorhang ansehen. Ach, das war die Entscheidung. Ja gut, dann kann ich mir jetzt wenigstens die Sachen angucken, die ich mir angucken wollte. Ja, schön, hast ja wenigstens gefunden, wo das ist. Nee, ja leider nicht. Das geht ja leider nur im Hauptmenü scheinbar. Oder wenn man alleine spielt. Ach so. Ladest du mir wieder ein? Ja, ich lade dich gleich wieder ein. Geheimnisse. Da fehlen aber ein paar Geheimnisse. Okay. Das ist das. Ich wollte das Spiel jetzt auch nicht auf 100% durchbringen. Nicht? Nee? Was bist du denn für eine? Weil du scheißt dir schon in die Hosen. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Die Geschichte des Horrors in... Anthologien. Wie sie eine Kurzdokumentation zur Geschichte des Horrors in Anthologien werden. Wie sie ein Interview mit Sean Ashmore an. Oh nein, bitte nicht. Aber was sagst du eigentlich zu dem Spiel Dresden vs. Kaiserslautern? Eine mega geile Party im Gästeblock. Wir hatten uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen, beziehungsweise gehört. Von Halbert. So, der Kater ist wieder am PC. Ich muss auch spielen. Okay. Jetzt darfst du. Was? Kitty geht ins Bett? Nee, Kitty setzt sich wieder an den PC. Little was? Hope. Mappa raus? Das ist Ashes. Was? Ja, Hybrid, was soll ich dir sagen? Devil in me. Devil in me. Leider habe ich die Tore verpasst und habe dann nachher die letzten 2 Minuten gesehen, weil ich mit Aldaria das alles eingestellt habe. Oh. Aber als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich ja sehr glücklich. Ich war sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Ich fand das toll. Okay. Ich drücke hier gar nichts mehr. Wenn ich irgendwas drücke, frage ich vorher. Ich drücke hier gar nichts mehr. Gar nichts. Mapp hat gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja. Jetzt habe ich schon 3 Einladungen von dir für dasselbe Spiel. Geil. Sie stapeln sich. So, ich habe gehört, wir starten die Geschichte neu. Was? Nein? Speichert er nicht? Doch, speichert er. Oh. Ich wollte nur kurz Angst machen. Nur einen Knopf gedrückt. Nur einer. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur einen Knopf gedrückt. Gefeiert ohne Ende. Gefeiert ohne Ende. Aber wir haben es ja schon gesungen, für den Derby-Sieg geholt haben. Wir steigen ab und nehmen euch mit. Ja, euer Versprechen habt ihr wahrgemacht. Finde ich gut. Warum seid ihr glücklich, wenn Dresden verliebt? Was? Also verliert. Ich habe keine Ahnung. Weil wir keine Dresden-Fans sind. Der Osten gehört dem Hansa Rostock. Ja, gut. Gut, da bin ich raus. Blau, weiß, rot bis in den Tod. Boop, boop. Ich feier ja gar keine Mannschaft, weil ich Fußball nur mag. Gut, feiern tue ich jetzt auch keine Mannschaft, aber bin halt 96-Fan, ne? Sofern man Fan sein kann. Von einem Affenverein. Was? Ein Verein? Ja, genau.
Wobei eher wegen, na gut, eigentlich die Mannschaft auch, aber eigentlich eher wegen der Fans, der angeblichen. Muss dann mal los. Nein, Ryan, hier, wobei, wolltest du nicht eigentlich schlafen? War da nicht was? Ich weiß auch nicht. Lol, hab ich ein Glück, dass ich nicht bei FF online bin. Ja, gut. Ich weiß, ich noch jünger war, Blau-Weiß-Fan. Das war HSV? Liegt doch im Bett. Ja, aber ich wollte schlafen. Mappa müsste mich mal auf bereit drücken. Oh, sag doch was. Hab ich schon gewundert, warum das Bild sich nicht ändert. Schalke 04. Ah, Schalke, okay. Ja gut, keine Ahnung. Fußball halt. Ja, da kriegen wir dich auch noch groß, Aldaria. Was? Womit kriegt ihr mich groß? Bin auch nicht online. Und meine beste Freundin hat meine PS4 bis morgen Abend. Tja. Dann wird's wohl nichts mit Umarmung. Hack for free! Also Hacksteak for free. Ja, bring her. Ich wollte meine Käsestulle machen, mein Käse war schlecht. Jetzt habe ich eine Salzstulle gegessen. Wie meinem Sohn wird. Wird er. Ey, echt? Wir fangen von vorne an? Nein, mach einen Scheiß! Nein, das ist aus Review dazu. Oder? Oder? Ich muss schon wieder auf alle Puppe hauen. Nee, wir fangen ernsthaft. Ey, hör auf. Nein, hab ich das jetzt... Ich denk, der speichert das. Eigentlich ja, warte mal. Wir gehen jetzt zurück ins Hauptmenü. Ich habe halt einfach fortsetzen gemacht, ne? Weil ich dachte, wenn man fortsetzt, ne? Geht halt die Story weiter. Können auch auf Spiele angehen. Mal sehen, wo wir dann rauskommen. Oh. Okay, aber wenn wir jetzt tatsächlich... Was hast du jetzt gemacht? Ich bin ins Hauptmenü gegangen, weil wir ja nicht in... Wir wollen ja nicht von vorne anfangen. Nein, bitte nicht. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt auf Spielladen gehe, dass es dann anders aussieht. Huch. Ja, ich muss ja wieder deine vierte Einladung annehmen. So. Story laden. Ja, das hier. Da steht wieder chinesischer Markt. Ich finde das gerade nicht lustig. Gefangenoffiziere sind da. Ja. Das müsste jetzt richtig Gott sein. Dank. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gekriegt. Ja. Ich hätte dir das in Rechnung gestellt. Ja, ist okay, hätte ich dann bezahlt. Hätte ich das auch in Naturalien abarbeiten können, du? Oh, ja, okay, jetzt bin ich ganz ohr, ne? Ich habe eine flinke Zunge, du. Oh, Papa. Mm. Luder, du. Wir waren ja über 18, ne? Ich bin gar nicht eingetragen. Ups. Nicht kurz oder so. Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Manchu-Reigold suchen oder was sie auch meinen auf diesem Nein, Ständen wir sind keine Kaiserlautern-Fans. Nope. Weg hier wir sind Hannover, Aue und Hansa Rostock. Und gar keine Fans. schön. Bitte diesmal keine falsche Taste drücken. Was da wohl passiert ist? Nein. Schön. Huh, Kratzer. Kratz me, Baby, kratz me. Als wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stamm. Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Okay. Bleibt ein Geheimnis, Markus. Okay, ich muss lesen. Warte. Warte. Fräulein J. Rivera, Apartment 2.
Warte, ich muss mich auch müde. Ich bin doch noch gar nicht so weit. So. Noch einmal. Nein! Ich bin so doof, die Scheiße zu machen. Ich bin so doof, diese Taste gedruckt zu halten. So, jetzt presse ich. Jetzt presse ich. So. Hallo meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hätte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wow, hallo. Okay. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen. Aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Wir haben nur 2 Optionen. Wir schleichen uns raus oder wir kämpfen hier. Fertig gelesen. Abhauen wäre wohl besser. Muss ich da auch noch lesen? Nee. Ich weiß echt nicht. Ah, nee. Nein. Da muss ich nicht lesen. Okay. Sehr gut. Das ist echt unheimlich. Vermisst hier jemand seine Brille? Ausweg suchen. Okay, klar. Nee, ich hab meine auf, danke. Okay. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Halte die Augen offen und. Boah, die Steuerung ist echt, ne? Gewöhnungsbedürftig. Die ist jetzt sehr, sehr schwammig. Wohl verlassen ist. Nein, ich war noch am gucken. Warte. Ich hab noch nicht fertig geguckt. Komm schon. Fuck. Warte mal. American Overseas. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 20 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Die Hobson-Expedition traf letzten September im Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten, was auch immer. Warum das wohl abgerissen wurde? Zocken kann man das nur zu zweit, Markus. Komm und schau mal. Beziehungsweise man könnte das auch bis zu 5 Spielern, aber dazu müsste man alle in einem Raum sitzen. Was? Man kann das zu 5 spielen? Ja, ich dachte, das geht nur zu zweit. Ja, wenn alle in einem Raum sitzen. Dann geht das mit 2 bis 5 Freunden. Sicher, ich habe nur das in Erinnerung, was da vorhin stand. Wenn man auf Party-Modus spielt, kann man den Controller da die ganze Zeit umreichen. Das ist doch scheiße. das habe ich mit Frutus gemacht. Aber nicht bei Man of Medan, sondern bei Until Dawn. So, ich habe lesen. Bis gleich. Bis gleich. Wie sieht's aus? Ich kriege ihn nicht auf. Yeah! Du hast abgebrochen. Konnte nicht lesen. Scheiße, Kack. Ich dachte einfach nur so, okay, ich drück hier einfach mal was, dann wollt mir was sagen. Ich wollte gerade anfangen, bums, war alles weg. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Warum muss ich das jetzt machen? Die Frage habe ich mir jetzt auch gerade gestellt. Warum muss ich jetzt? Oh Gott. Hey, hey. Ich muss das alleine schieben, weil ich habe mich schon gewundert, warum das nicht vorangeht. Ich darf treten. Ja.
Ich glaube, wir haben da jemanden verloren. Ich glaube, ich habe jemanden gemobbt. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Ich glaube, du hast da jemanden auf dem Gewissen. Alter, was bist du für jemand? Und mit dir bin ich die Reihe durchspielen, das wird doch nichts. Scheiß drauf. Als wenn du nie Fehler machst, danke. Aber ich bring keine um. Keine Heldentaten. Noch nicht. Was nicht ist, kann auch werden. Nee, nee. Ich bring niemanden um. Pass auf, und in den nächsten 3 Sekunden, zack. Tot. Oh, was habe ich hier? Meine Schwester haut einfach ab hier. Okay, ich muss lesen, ich kann mich nur leider gerade nicht stumm schalten. Wobei doch, dann muss ich nochmal so. Okay, jetzt bin ich stumm. Jetzt. Jetzt kann ich. Oh. An die gesamte Mannschaft, Regel zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzablüfte von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anforderung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Oh, da. Oh. Nee, alles gut. Ich habe mich bloß auch zusätzlich gestummt. Ah, okay. Gut. Alles gut. Nee, ich dachte nur gerade, warum bin ich alleine? Wer hat mich hier allein gelassen? Na, ich bin schon weitergegangen im nächsten Raum. Oh Gott! Ich hab's bei dir gehört. Das war die Strafe fürs Mopfern. Ja, ich glaube auch. Oh, Wäsche. Musst du mein Bier opfern? Nee, Bier opfer ich nicht. Gott, Rico im Allgemeinen nicht. Okay ist. Sie ist ein zähes Ding. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay. Du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste, okay? Ja, mach mir kein schlechtes Gewissen, das ist unfair. Ja, aber du hast sie nur mal gemopfert. Ich weiß und ich muss damit leben. Ja, das musst du. Vor allem, ich sag, wir versuchen, dass wir alle am Leben halten. Zack! Ich hab gedacht, die läuft dann mit, als ich die Lampe gegriffen hab. Nein, da bleibt die blöde Otze stehen. Oh. Schön. Frag mal die Passagiere im Zug, Markus. Vielleicht hat da einer dir dein Bier geklaut. Auf sowas passt man auf, das lässt man nicht alleine. Aber gut, dass du schön vorausgehst. Oh, hier ist ein Raum. Hast du das schon drin? Welchen Raum? Den ich hier drin bin. Oh, ich muss erstmal deinen Stream neu laden, der ist hängen geblieben. Ja, das habe ich die ganze Zeit am Handy. Also ich habe dich zwar am Handy, ich habe dich am PC laufen. Aber wenn ich bei dir im Chat reintappe, dann bräuchte das Handy. Falls ich gleich an die Ladung hängen muss. Du hast einen Plan vom Schiff gefunden. Mhm. Ah! Ah! Erschreck mich doch nicht so, Mensch. Oh, Toiletten, cool. Endlich kann ich mal pinkeln gehen. Ich sehe, wie das Ding runterfällt und ihr schreckt mich einfach immer weg. So, nix anfassen, ich möchte jetzt was lesen. Na gut, lassen wir es mal lesen. Ich fasse ja schon nichts an. Ah, hier sind die Toiletten. Oder? Hallo! Hola, Chica! Hallo! Hallo! Okay. Ey, da wollte ich jetzt tatsächlich nicht hin. Warte, Mappa, brauchst du Licht? Brauchst du Licht? Okay.
Möchtest du den auch lesen? Ich hab's jetzt dann ja bei dir. Sonst haben wir alles doppelt gelesen. Ich hab dir aber mal geleuchtet beim Lesen. Ja, ich hatte deine Haare im Gesicht. Oh, egal. Ich hoffe, die hat es auch woanders. Wow. Was ist heute los, ey? Was? Ich bin, ohne Witz, ich bin die perfekte Flirtkönigin, oder? Flirten kann ich. Bestreite ich auch nicht. Wann kommst du mich besuchen? Oh, das wüsstest du gerne. Hörst du das? Dieses schreckliche... Hier ist, glaube ich, der eine Jumpscare entstanden. Na klar, hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das so. Klar. Das ist ein Klugscheißer. Ja, ne? Ich schieb echt Panik. Ja, doch, hat was geleuchtet. Ich guck durch dein Gesicht durch, geil. Oh ja, komm, von hinten. Ei. Oh mein Gott, warum bin ich da hingegangen? Ich hab da jemand unten gesehen. Das war creep. Ja, ich geh zurück. Lass mich durch. Mach doch mal Platz da. Ja, bei mir hat ja was... Ach, jetzt. Du standst im Weg. Ja. Trinke aber mehr Mixery Eisblüte. Jemand, der Mixery trinkt. Geil. Habe ich auch noch stehen. Da. Habe ich da hinten habe ich stehen. Aber das ist keine Limo. Das ist alles, aber keine Limo. Das ist Mischbier. Mischbier, aber keine Limo. Limo ja, ist was anderes, mein Junge. Vor allem, mein Junge. Mein Junge! Oh, dann fehlt schon alles. Jetzt geht's los. Was habe ich jetzt gesagt? Bin ich mir über das wirklich bewusst, was ich da gerade gesagt habe? Bier mischt man nicht. Klar mischt man auch Bier. Alles fing mit Diesel an. Ich meine, Lütje Lager ist auch Bier gemischt mit Korn. Also, was? Ja, Bier mit deinem ganzen Leben, Markus? Was? Komm, wir können Heier machen, hier sind Betten. Oh. Nee, achso, nicht so, wie du jetzt denkst. Woher weißt du, was ich denke? Aha, ich kenne dich mittlerweile. Okay, Alter, geht zum Tisch hier. Okay, ich muss lesen, ich kann mich aber gerade nicht stumm schalten, weil Buch ist weg. Okay, gut, ich kann mich gerade nicht stumm schalten. 19. Juni. Habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Da sind Frischers und ich zusammengekommen. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinnwhiskerbildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whiskerbildung verlangsamen. Was auch immer. Ich habe ein Buch gefunden, muss jetzt auch lesen. Okay. Schön. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ganz, ganz viele Betten. Ganz, ganz viele Betten. Viele Betten gibt es hier. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Betten. Ganz, ganz viele Betten. Die sind toll. Das okay, da kann ich leider nicht singen. Ich bin davon 26 Stück am Tag weg. Also ich sag mal so, vom Mixery kann ich tatsächlich gerade mal... Na doch, ein Sixpack kriege ich schon weg, aber das war's dann auch. Weil irgendwann muss ich halt so übelst aufstoßen. Also, ja gut, ne. Also 6 Clubs sind schon... 6 Clubs sind schon gut, aber 26 Clubs würde ich auch nicht kriegen. Ich traue mich nicht, irgendwas zu drücken, weil ich Angst habe, dass Papa dann da unterbrochen wird.
Aber ich glaube, das kann ich mir angucken. Okay, ich darf es mir nicht angucken. Hallo? Madame? Jetzt. Oh, ein Schädel. Von einer Maus? Eine Ratte? Okay, Mappa ist immer noch am Lesen. Oh. Gruselig. Dezent. Gruselig. Wir warten einfach, bis Mappa fertig ist. Haben fertig. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator of stories, stories of love, and hate, greed and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes eventually to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.